119 auf dem Liverpool Hotel, wo ich jetzt vorhin das VfB-Spiel gesehen habe und jetzt mal ja, spontan nichts Besonderes, einfach mal noch 2-3 Minuten über das Spiel reden werde. Habe jetzt, glaube ich, schon ein paar Clips eingefügt, die mein Kumpel gemacht hat, der die Karte bekommen hat, bei mir über die Aue-Karte. Vielen Dank da auf jeden Fall an ihn. Und ja, Aufstellung war ich schon nicht so der große Fan von. Also Essal und Gonzalez vorne in den Sturm zu stellen, da hast du eigentlich die Chancentote des Jahrhunderts schon mal reingestellt, die dir keine Tore schießen. Dann Zuber auf links, kein Sosa, ich weiß nicht warum, das war so mit einer der wenigen Lichtblicke gegen Nürnberg und dann darf er auch wieder nicht spielen, da muss ich auch keinen wundern mehr, dass sich dann Spieler aufregen und sich verarscht fühlen. Ja, Kasrat hat sie wieder fit gemacht, das war auch gut so. Die Davi, gut, ich weiß nicht, warum auch jeder Kommentator immer noch sagt, ja, er kann dem VfB so viel weiterhelfen, magische Momente, bla bla bla. Ich habe von dem in seiner Karriere 2 magische Momente gesehen und das war diese Saison der schöne Pass auf Dunnes zum 1-0 gegen Bremen und das war dieses eine Wolfsburg-Spiel, was ich glaube schon mal angesprochen habe, wo er da unter Kramny noch 2 Buden markiert hat, diese Einzelnationsbuden danach der Saison zum damaligen Gegner zu Wolfsburg gegangen ist. Aber sonst, was weiß ich, habe ich vielleicht falsch verfolgt, aber auf jeden Fall habe ich da keinen Sensations-Derby gesehen, den irgendwie alle immer aus ihm rauszaubern wollen. Ja. Und dann die Leistung war halt, erste Halbzeit war okay, war ansprechend die Leistung, ging schon in Ordnung. 0-0 und die Halbzeitpause ist auch gut, mal nicht irgendwie noch in der 45. wie in Frankfurt oder so noch ein dummes Tor kassieren oder sowas, halt also wirklich mit 0-0 ohne Gegentor in die Halbzeitpause. Beide mit wirklich wenig Chancen, erstmal eine gute Chance, wo er nicht unbedingt aufs Kurzeck abziehen muss, sondern einfach mal Ball mitnehmen, lange Ecke, flach oder so. Da sieht man einfach, dass wir da vorne einfach Chancentote drin haben. Gonzalez meckern wieder alle rum, Talausfall und so weiter, aber jede Woche aufs Neue durchs Dorf gejagt. Aber gut, er ackert sich da vorne einen weg, aber seine Arbeit bringt halt da vorne auch tatsächlich relativ wenig ein. Kann keine Bälle gescheit festmachen, rennt da vorne wie ein Verrückter rum. Ich habe immer das Gefühl, er hat trotzdem auch für jedem Spiel die Hose voll oder ist einfach noch nicht bereit für diese große Bühne. Also das ist es halt wirklich nicht. Das ist halt wirklich nicht das Wahre da vorne mit Gonzalez. Und dann zweite Hälfte, gut, zweite Hälfte war da ähnlich wie Frankfurt. Der Chef war auch gut, relativ wenig zugelassen. Eine gute Parade, beziehungsweise halb angeschossen von Zieler da quasi mit dem Halbzeitpfiff. Und dann war es ähnlich wie in Frankfurt. Zweite Hälfte war nichts. Da kam quasi nichts nach vorne. Total tote Hose und dann macht Castro wie schon in Dortmund und hat er was mit seinen Ex-Clubs da am Laufen, da habe ich so das Gefühl, nächsten dummen Elfer verursacht, komplett sinnbefreit, da so reinzugehen, also Strafraumkante, lass doch einfach noch einen Schritt rausmachen und leg ihn dann teils sinnbefreit. Also jetzt mal ganz stumpf gesagt, mit dem rauslaufen und da umnieten. Aber jetzt macht das Tor und dann rennen wir ein bisschen an, wechseln alles ein, was nur geht. Donis, Gomez und so weiter. Donis fand ich wieder ja, allgemein eigentlich ein kleiner Donis-Fan, fand ich auch wieder vollkommen okay. Hat der Mannschaft jetzt mehr angemerkt als gegen Nürnberg, dass sie wirklich wollen, dass sie ums Verrecken dieses Tor noch schießen wollen. Man hat aber nur gesehen, dass sie es nicht können. Und das war das Erschreckende. Sie können es einfach nicht. Sie haben diese Fähigkeiten nicht. Und jetzt wird es nächste Woche extrem, extrem, extrem interessant. Ich fahre nach Augsburg. Das ist für mich das Endspiel aller Endspiele. Wenn sie das nicht holen, wenn sie da nicht gewinnen, dann können wir uns mit Platz 16 anfreunden. Wenn nicht sogar bald mit Platz 17, wenn Nürnberg so weiterspielt. Die hätten Schalke eigentlich besiegen müssen. War nur sehr unglücklich. Wenn sie eine Tor hätten sie kriegen müssen, das 1-0 damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, wo er mit dem Fuß am Nübel vorbeispitzelt, was für mich nie im Leben faul ist am Torwart, hätten sie gegen Schalke auch gewinnen können, beziehungsweise müssen, haben sich Schalke ziemlich durchgemogelt und die sind auch nur 3 Punkte auf uns weg. Also, wenn wir Augsburg nicht gewinnen, dann ist es entweder Platz 16, wenn es gut läuft, oder wir steigen noch ab. Weil ganz ehrlich, so wie es gerade läuft, keine Ahnung, es flacht gerade ziemlich ab, so ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer, so Hannover 5-1 und so, tralala. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, wir haben nach der Seite in der Rückrunde auch bisher nur einen Sieg geholt. Das ist halt einfach lächerlich. Man hat so ein Aufschwunggefühl gehabt, aber irgendwie scheint es einfach unsere Erwartungshaltung so tief runtergesunken zu sein, dass wir schon durch so ein paar akzeptable Spiele schon auf Aufschwung gekommen haben. Und gut, dann Askasi war noch. Ich dachte zuerst, warum kriegt der jetzt rot? Kriegt keiner mit. Aber gut, er hat ihn angespuckt. Und es ist einfach nur total komplett dumm. Nichts anderes als komplett dumm. So ein absoluter Vollidiot. Aber im Mittelfeld schon sowieso. Kein gutes Mittelfeld zurzeit. Am liebsten würde ich einfach machen, Kabak, scheiß auf das Mittelfeld, was er das öfteren auch macht, und renn geradeaus durch und leit du den Angriff ein. Weil wenn du bei einem Mittelfeld liegt, bei einem fucking die Davi oder sonst was, passiert da sowieso gar nicht. Castro macht sich langsam, ist halt vielleicht noch angeschlagen, keine Ahnung, wie er jetzt noch angeschlagen ist, ob sie ihn quasi reingequält haben für das Spiel. Geht, ist okay, Ecken waren aber auch schon mal besser die letzten Wochen von Castro. Und dann total aus dem Nichts, klar, als Kasi war das nicht der riesen Chancen-Creator und so weiter, aber ist einfach der Abräumer und er ist mir immer noch lieber als eine Nidavi oder eine Aogo oder Bartstuber sonst was im Mittelfeld. Aber jetzt würde vermutlich, gehe ich mal von aus, tatsächlich bis zum Ende dieser fucking Saison ausfallen, in dieser roten Karte, weil den Typen anspuckt, was laut dem Merck, von dem ich jetzt nicht so viel halt bei Sky, aber was laut dem Merck schon alleine regelkonform irgendwie 3 oder 4 Spiele Sperre sind. Danach greift er noch einen Havertz an und schuckt einen Schiri mit Havertz weg quasi. Das kann gut sein, wenn nur 5 Spiele, es kann gut sein, dass er einfach wirklich, komm, nächste Woche irgendwann
glaube ich, die Auflösung quasi, dass er einfach weg ist, die Saison. Aus, vorbei. Und das ist total dumm. Und das kann ich auch in keinster Art und Weise verstehen. Das ist null Mannschaftssieg. Das ist einfach nur komplett dumm und Frust. Kann ich vergessen. Diese Mannschaft zerbricht langsam so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, Mannschaft fett hier und zack, die Mannschaft lebt. Dann ich auch wieder geil. Kral geht direkt zu Askasiba, nimmt ihn aus diesem Kreis raus, wo ganze Leverkusen und VfB-Spieler auf ihn zu wollten. Nimmt ihn raus, schickt ihn in die Kabine, zack, weg. Jetzt lasse ich wenigstens von denen nicht mehr abfacken, dass er nicht irgendjemand anders noch alleine aufs Maul gibt. Das war ähnlich wie diese rote Karte von Gonzales, wo in Düsseldorf jemand einen Paar aufs Maul gegeben hat. Unverständlich für mich, unverständlich. Was so eine Scheiße soll, dann prügel in der Kabine die scheiß Kabine zusammen. Was weiß ich, Alter. Ist mir scheißegal, was du machst. Werf deine scheiß Schuhe durch die Kabine und einen Kick gegen Trinkflaschen. Aber du musst nicht das Team schaden, indem du eine dumme rote Karte abholst. Geh es nicht. Versteh es nicht. Ja. Das habe ich dann nach dem Spiel auch immer gelesen. Auf Twitter schaue ich immer den VfB-Hashtag durch, dass sich Kempf mit unserem Co-Trainer gemeckert hat, dass der Tommy angepisst war und so weiter. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Es scheint so ein bisschen arg zu zerbröckeln gerade. Und es macht mir eigentlich fast gerade wieder mehr Angst, dass wir noch auf Platz 17 rutschen können, als irgendwelche Hoffnung auf Platz 15. Deswegen, ja, wäre ich mit der Relegation zurzeit, jetzige Verfassung, tatsächlich zufrieden, weil dann haben wir wenigstens noch die Chance, in dieser Scheißliga zu bleiben. Auch wenn viele falscherweise denken, Relegation heißt gleich, wir bleiben drin. Alle sagen, ja, wir kommen in Relegation, boah, gut, Klassenerhalt. Das ist nicht so. Wir können auch easy in der Relegation gegen Union Berlin oder was da rumrennt. Paderborn oder HSV würde es bestimmt auch noch hinkriegen, mit seiner Art und Weise irgendwie noch auf Platz 3 zu rutschen und nicht direkt aufzusteigen. Absolut nicht geschenkt. Und ja, dann denke ich mal, ich habe absolut lang genug gelabert, mich lang genug aufgeregt, aber gut, sagen würde, normaler Vlog ja auch gehen bei mir. Jetzt ist halt knapp wahrscheinlich, was weiß ich, eine Minute, anderthalb oder sowas Videos und jetzt knappe 7, 8, wenn nicht sogar mehr Minuten einfach nur labern. Aber ja, dann würde ich sagen, zuschauen und bis zum nächsten Mal. Der Liverpool-Vlog kommt, wo ich ja morgen hingehe. Liverpool-Chelsea, dafür bin ich ja hier. Dann Augsburg-Trailer vermutlich und dann fahren wir nach Augsburg. Bin mal gespannt, muss gewonnen werden. Auswärts-Support wird krass werden, werden richtig viele Leute dabei sein. Wir fahren immer VfB Away, mal was Neues, auch geil, Busfahrt und so weiter. Und ja, dann würde ich zuschauen und bis zum nächsten Mal.